Ich denke, wir wollen die Pakistaner noch mal sehen, oder? Na, logisch. Na, wir hören mal da was. Wir hören mal was. Vielleicht geht es wieder, oder? So. Auch da wurde es vorgetragen, gelernt ist gelernt, der Herr Martin Maria Hornecker, die IFBB Austria, vom Body.at, Uncle Sam, Fitnesswear. Ich muss zugeben, wir werden nicht so hübsch schneiden wie der Andrea, aber ich hoffe, wir haben heute auch eigentlich special ausschaut. Wir bemühen uns. Dankeschön, Andrea. Ein Dankeschön an Body.at. Der dritte Platz, ebenfalls gegen Roman Kohlberger. Jawohl.
Die Amerikaner jetzt auch Beef und Fleisch. Das ist gut so. Herzlichen Dank. Dankeschön an den Händler, weil er für mich 100 Kilogramm. Platz 4 geht an Christian Zapf. So,
Ja, servus, Andrea. Hallo, Mati. Erste Meisterschaft in Österreich. Ja. Natürlich gleich einen Doppelsieg errungen. Eine kleine Glücksblende. Wie siehst du das Ganze? Wie sehe ich das Ganze? Ich sehe es als Belohnung. Das harte Training hat sich ausgezahlt, die Diät hat sich ausgezahlt, der ja da ist, seit vielen, vielen Wochen eisern durchbeißt. Ja, die Anspannung war groß, ich war eigentlich dann relativ locker, was die Präsentation betrifft, und das ist mir wahrscheinlich letztendlich dann zugute gekommen. Und ja, ich bin schon ganz stolz und glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich auch noch motiviert für nächste Woche für die Arnoldsklassik. Österreich ist stark vertreten und wir werden dort sicher einen guten Auftritt leisten, 120% geben. Natürlich, ich wünsche dir sicher einen guten Erfolg bei der Arnoldsklassik nächste Woche in Spanien in Madrid. Und auf. Möchte ich einmal ganz kurz jetzt rüberschwenken zu deinem Trainer, zum Herrn Jörg Köpfer. Jörg, Trainer von Andrea, ich muss sagen, heute eine Top-Leistung überhaupt veranstaltungsmäßig. Sehr top, Athleten-top, Damen-top. Man kann eigentlich, es gibt eigentlich keine Mängel. Du sagst das mal. Zum Aussetzen gibt es überhaupt nichts, wirklich ein super Team. Ganz eine kurze Rückmeldung von dir bitte. Ich muss mal sagen, ich bin durch und durch zufrieden und entspannt. Ich erinnere mich ans Frühjahr zurück, da war der Andrea zufällig zuschauen bei uns. Ja, dann habe ich es so irgendwie so aus dem Spaß aus so motiviert. Ja. Das ist dann immer irgendwie so weitergegangen. Und irgendwie habe ich gewusst, die Frau ist richtig gut. Den kann da vorne mitmischen. Das ist jetzt genau so passiert, wie ich mir gewünscht habe. Dass er einen Doppelsieg gemacht hat. Überlegen möchte ich sagen, gegen harte Konkurrenz. Sie passt schon richtig gut in unsere FAB-Family. Super. Ich hoffe, dass wir es noch oft auf der Bühne bewundern können. Nächste Woche. Ich bin überzeugt davon. Ja? Ja. Sie ist überzeugt davon. Hast du das jetzt eh auch? Ja, das habe ich ja auch. Ja, ja. Jetzt ganz kurz, Herr Vizepräsident, nächste Woche jetzt ab nach Spanien, nach Madrid zur Arnoldsklassik. Kann man ein bisschen. Da freuen wir uns jetzt wahnsinnig. Spekulieren in etwa. Vor allem mit so einer Motivation, die der Andrea jetzt dankt hat, dorthin zu fliegen, ja, als neuer österreichischer Star. Das kann nur gut zusammen sein. Meine natürlich auch, okay, sag ich mal. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet, aber wir sind gute Dinge. Ja. Schauen wir. Oder war? Herr Vizepräsident, ich sage einmal, danke nochmal fürs Interview. Bitte Andrea natürlich auch. Danke sehr fürs Interview.